Hallo meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir haben ja letztes Mal hier mit diesem Level hier angefangen. Und würde mal sagen, wir machen hier jetzt weiter und springen hier runter. Ja. Erstmal einen totalen Fail gemacht. Das denkt er sich so, ey? Aua! Was fällt ihn ein? Okay, dann erstmal die Eisenstiefel anziehen. Erstmal auftauchen dann. Ja. Das war wohl nix, ne? Das war wohl nix jetzt gerade. Okay, das war wohl nix gerade, aber jetzt müssen wir mal schauen, ob wir den Block nach vorne schieben können. Ja, das geht. Kann aber eine Weile dauern. Ist das Problem. Ja. Das kann eine Weile dauern, echt mal. Ah. Dann tauchen wir jetzt mal wieder runter. Konnten wir nach vorne schieben? Also die Eisenstiefel können wir in diesem Level gut die ganze Zeit nur gebrauchen. Okay. Erstmal. So, sind wir schon mal hier. Dann müssten wir danach alles haben, was unten ist. Ja. Da müssen wir wohl jetzt erstmal hier. Gut. Ja, wie in Erinnerung ist da ein Schalter. Schnell rein. Schnell rein. Was mache ich denn da? Wir müssen auftauchen. Was ist denn in der Truhe da drin, ne? Ich weiß das jetzt nicht mehr. Ah. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Au. Aua, das hat doch wehgetan. Was fällt denn ein? Geh nach oben. Ja, braver. Was für ein braver Kerl. Das hat sich ja verschworen. Das denkt er sich wohl so, ey. Gut. Dann wieder runtertauchen. Also wir haben jetzt zwei Schlüssel. Zwei Schlüssel. Geht nicht anders. Wir müssen untertauchen und den Fanghaken nutzen. Ich wollte schon sagen, wieso? Gut. Also hier unten haben wir erstmal alles.
Hier ist noch eine Stelle, die wir noch untersuchen können, aber dafür brauchen wir erst den Enterhaken. Ihr versteht sicher, was ich damit meine. Wir kriegen einen weiteren Haken, der weiter schießen kann. Aber so viel dazu, das seht ihr ja dann. Den kriegen wir ja in diesem Level, ist ja klar. Schon besser. Dann. Erstmal zählt das Wiegelied. Sonst kommen wir ja nicht weiter, ist ja klar. Zählt das Wiegenlied. Ach, Wiegenlied. Okay, dann wollte ich mal sagen, wir ziehen wieder. Ich hoffe jetzt. Ach gut, ich dachte schon. Weil jetzt können wir hier runtertauchen. Weil das Ding ist ja auch nach oben auf der Oberfläche geschwimmt jetzt. Und können jetzt uns noch hier ein bisschen umschauen. Ja, nichts anderes lassen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das noch und. Der ist tot. Der und was ist mit denen? Verzieh dich! Verzieh dich! So. Jetzt haben wir das. Sind wir hier fertig? Ja. Und wir können hier hochtauchen. Auf der Oberfläche schwimmen. Was ist hier? Nochmal ein Schlüssel. Haben wir irgendwo den anderen? Hatten wir nicht zwei? Habe ich den schon verbraucht? Oder was ist los? Ja, wir schwimmen jetzt erstmal hier so rum. Okay. Wie ist es mit hier? So, dann. Ah, jetzt. Genau, wir sind ja hier runtergetaucht. Habe ich vergessen. Dann ist es besser jetzt, wenn wir hier rausgehen. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Und rüber da. Ach ja, da. Hier ist ja noch was. Okay, hier. So, dann. Ah ja, jetzt müssen wir hier hin. Das wird ein bisschen schwierig jetzt. Ah, wir müssen jetzt hier. Und Schnitt. Das wird schwierig. Ja. Dann. Gibt's noch eine Möglichkeit. Das war nix. Schade auch, aber das ist eine Möglichkeit, wie wir das machen können. So. Nochmal. So, jetzt komm schon.
So, da haben wir es schon geschafft. Aber dass die Zeit dann still bleibt. Stehen bleibt. So. Das war der Kompass. Und was, wenn ich nochmal das aktiviere? Was ist dann? Ja. Passiert nichts. Aua, das tut doch weh. Was fällt denn ein? Reinstecken das Schwert. Gut so. Geht das? Ja, das geht. Das müssen wir nämlich einfach so mit einer Kiste darüber springen bei Master Quest. Und was ist hier? Da brauchen wir anscheinend den Bogen. Bitte nicht. Boah! Ich glaube, es hackt. Boah. Was fällt denn ein? Stopp, Mann! Ich glaube, die wollen nicht anders, hä? Geht das überhaupt? Gut, dann. Sag mal, geht das überhaupt? Ich glaube, wir können da nicht rüber. Dann geht's nicht anders. Gehen wir hier rein. Ja. Komm runter. Das kann ich nie vergessen. Aktivieren, damit wir da hochkommen. So, sind wir hier oben. Jetzt kommen wir hier nämlich hier so hoch und können das Wasser wieder auch ganz hochsteigen. Gut. Hey, das Wiegenlied. Jetzt kommen wir da hoch. Keine Zeit. Alles ganz normal. Was fällt denn ein? Haben die eine Vollmeise oder was ist los? Ja, jetzt kommen wir hier. Ja. Das denken sie wohl, sich wohl so, hä? So. Ah, das ist nicht einfach. Jetzt müssen wir hier. Wie geht denn das nochmal? Nö, nö, nö. Boah, das war knapp. Das war knapp. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Geht das so? Ach so, ja. Ja, das geht ja runter. Und? Chihuahua! Boah. Weil da können wir nicht... Da müssen wir richtig schnell sein. So. Und schnell da hoch. Und na toll.
Dann ab nach unten. Wir hatten keine Wahl. Wir haben irgendwo was vergessen. Irgendwo einen Schlüssel vergessen. Wo ist denn hier noch ein Schlüssel? Ja, ich vermute, hier ist noch ein Schlüssel. Ich dachte jetzt schon, es ist abgekackt. Das wäre nervig gewesen. Okay. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Ah ne, jetzt sind wir dann unten, wo wir nicht reinkamen. Also das ist der eine Weg. Ich habe jetzt keine Ahnung, was es soll. Anscheinend müssen wir jetzt hier wieder auftauchen und keine Ahnung, wo wir dann hin müssen. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Ja, hier ist der Ausgang. Was fällt denn ein? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Was ist mit hier, wenn wir hier hingehen? Nö, 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 nö. Ja, da kommen wir anscheinend nur dahin, wo wir nicht durchkommen. War ja eine tolle Idee. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir machen müssen. Wir machen nochmal das Wasser runter. Mal sehen, ob das was hilft. Das war der falsche. Der falsche Knopf. Der falsche. Ich wollte jetzt Englisch reden, aber. Aha. Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Wir müssen da wieder das mittlere Wasser machen und da hoch dann. Jetzt ist es. Mal sehen, ob es auch so geht. Okay. Wir wissen, wie es weitergeht.
Haben aber wahrscheinlich nicht mehr genug Zeit dafür. Ja, die Zeit ist schon um. Aber ich mache noch das Wasser zur Mitte und holen uns den Schlüssel. Dann, ja, dann erst. Gut, schnell. Schnell das Wasser zur Mitte hoch. Holen uns den Schlüssel und dann geht's weiter. Da rein und dann wieder runter tauchen. Ja, da geht's nicht lang. Hilft das? Ja, da müssen wir hin. So. Ja, da müssen wir eine Bombe hin machen. Sieht nämlich so aus. So. Und jetzt einfach hier. Hilft das? Ist da ein Schlüssel drin? Ja. Yo. Dann das Wasser komplett hoch und dann. Dann sind wir das erste heute fertig, würde ich sagen. Ja. So. Yo, ist klar. Nix da. Heute nicht. Ist klar. Hätte ich mir ja denken können. Ich mache einen Fehler und... Ja. Komm runter, schnell. So. Hätte ich mir ja denken können, schon wieder den Bogen benutzen, hä? Gut, eigentlich war das daneben, aber irgendwie habe ich ihn doch getroffen. Ich weiß, beim Bomben könnte ich ja auch eigentlich das Schild benutzen. Kurz das Wasser noch hoch. Ja, wir sitzen. Gut. Wasser ist wieder komplett hoch und... Ja, wir sitzen. Sag mal, bin ich jetzt einmal in den Kreis gelaufen? Was war das denn? Das gibt's doch jetzt nicht! Boah, du kleines, verzogenes Mistvieh! Ja. Wir gehen jetzt mal hier hin, einfach kurz. Und würde sagen, das war's auch erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo oder einen Kommentar gibt. Je nachdem, wie gut das Video so ist. Und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.